Soll ich mal so springen und dann machen wir so einen Harry Potter-Effekt? Okay. Können wir das bitte einfach so reinschneiden? Nein! Ey, schneidet das vernünftig! Meine Mutter guckt die Videos auch. Scheiße, Mann! Der ist viel zu hoch. Oh, da habe ich mich vermessen. Los geht's! So, es ist Zeit, die Außendarstellung des Klimaslandes zu optimieren. Das ist die eine Einfahrt hier ins Klimasland. Die haben wir verbarrikadiert, weil hier einfach Leute früher im Hof gefahren sind und sich umgeguckt haben. Boah, nicht so schnell! Wir haben erst den Zaun gebaut, der ist so 10-mal zusammengebrochen, haben den immer geflickt. Und wir haben halt solche Sachen hier ergänzt und die haben sich als doof herausgestellt. Die Community-Driven Wand. Das liegt natürlich nicht an euch, ihr habt wunderschöne Sachen mitgebracht, aber hier hat man schon relativ früh erkannt. Oh Mann, das quillt aber auf schnell. In einem Monat sehen die aus wie Grütze. Und sieht so, geht so aus, denn auch mittlerweile bin ich hier von diesen komischen, frei künstlerischen Formen nicht mehr so überzeugt. Das bedeutet, heute reißen wir das ganze Ding ab und bauen es einmal in sexy aus Schwartenholz neu. Dazu kommen ein paar coole Sachen. Wir haben mehrere Teams. Team 1 bestehend aus uns beiden. Und Jin. Ja, komm mal her. Oh, geht der langsam, Alter. Ja, der muss arbeiten gleich, der macht schon mal ruhig. Wir drei werden das Metalltor schweißen, weil wir sind die Schweißer hier im Klimasland. Wir sind Team 2. Wir bauen einen Zaun. Den Zaun. Wir sind Team 3, wir machen den Wegweiser. Zusammen mit dem Touristikverband Rotenburg. Und da hängt ein Tablet, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Da hängt ein Tablet? Ja. Hä, hey, das ist ja ein echtes. Also, hey, hey. Ey, wir brauchen das Schild da oben noch. Genau da haben wir auch unser kleines Problem. Das nehme ich mir. Dazu wird es noch so eine Art Aussichtsturm geben und einen Infopoint, der dann hier vom Dorf bespielt werden kann. Da seht ihr dann immer alle aktuellen Ereignisse. Das hatten wir vorher auch schon geplant, hat nie geklappt. Aber jetzt klappt das. Wir haben sogar diesmal vorher Moodboards ans Dorf geschickt, um zu besprechen, ob denen das denn allen passt. Ich kann noch mal ganz kurz ein Schwartenbrett zeigen, bevor wir jetzt hier loslegen, damit du weißt, was ein Schwartenbrett ist. Das ist richtig billig und mega schön. Und steht auch für was, was wir sind. Naturverbunden, einfach, günstig, abweisend, rau, lang, hohe Abschirmwirkung, ungehobelt. Danke, Stefan, für diese super tollen Schwartenbretter. Das musst du dir mal angucken im Video. Das ist voll geil, die Maschine. Okay, los geht's! Ah! Warum das denn, Mann? Nee, ui. Team 1 beginnt mit dem Tor. Ja, weil du gestern schon Pfosten eingepflanzt. So, jetzt müssen wir zwei Vierecke bauen mit Querverstrebungen, damit das Ding nicht absackt. Wir müssen nur den mittleren Abstand und messen. Und diesen von unserem Moped messen. Hier auch schon messen. 5,60. Hä? Halt doch mal ran, die Glocke. 5,60, das kann ich doch erkennen, Alter. Willst du mich verarschen? Guck mal hier. Bisschen Luft muss ja, da sein. 6,12 kann nicht sein. 5,60 bis 2,80. Warum stellst du mich in Frage? Ja, ich wollte nur mal kurz, du bist halt noch nicht so richtig auf der Höhe, seitdem du den Schlachter abgekriegt hast. So, von diesen 2,80 ziehen wir ja noch diese Schenkel ab und das dazwischen. Der hört bestimmt ja nicht zu, ey. Der ist so warm an den schwarzen Flächen, ey. Geil, ey. Oh. Oh. Fein. Oh. Du bist halt noch nicht auf meiner Höhe heute. Das macht keinen Spaß hier. Tja, jetzt hilft er wohl uns. Super. Hopp, hopp. Oh, elegant. Wir sind das Team, wir machen den Zaun neu. Dazu brauchen wir eine Säge. Fangen wir erstmal mit dem Abriss ab. Guck mal, hier ist ein Wespen. Wow. Vorsicht, Zaun. Cool. Ein grundsätzliches Tor besteht aus diesen vier Eckpfeilern der Stabilitazzi, wie ich immer zu sagen pflege. Das sag ich immer. Und die sind oben offen. Da können wir entweder einen Deckel drauf machen oder wir lassen das Wasser durchlaufen und dann tropft es unten wieder raus. Wichtig ist, dass sich das dann nicht sammeln kann, weil dann rostet es umso doller. Wollen wir einen Winkel benutzen oder so? Ja. Dieser Winkel hilft Anfängern wie euch, da vernünftig 90% Gefälle reinzubringen, sag ich mal. Ne? So wie wir professionelle Schweißer ja zum Beispiel. Auch mal so einen Winkel beschreiben. Und schwuppsdiwupps, die kann es nicht mehr in die Hose gehen. Erstmal echt nur punkten, damit wir gucken können, ob das alles in eine richtige Flucht hier läuft. Ich halte beim Schweißen immer die Luft an, ey. So wie du beim Fotos machen. Ja, bei der letzten Hochzeit bin ich umgekippt. Hier sehen Sie das erste Tor. Das ist echt nur gepunktet. Im besten Fall passen unsere zwei Sachen jetzt gleich übereinander. Was willst du von mir?
Was soll das sein? 69. Oh Gott. Scheiße, Mann, ey, deine Scheiße. Ja. Ja, du, ey, du, ey. Ja. Super. Ich habe eine Ecke geheftet. Ja, die, wo es zuerst gebrochen ist. Nee. Da steht doch Jakubowski dran hier oben am Bruch. Hält doch eh, warum pumpen wir überhaupt, Alter? Wir wissen doch, dass das funktioniert, was wir hier machen. Wir sind Experten, Alter. Metallverarbeitung, Jacuzzi und Kliman. Juhu. Weißt du, wie man meinen Namen schreibt, wenn es um Metallverarbeitung geht? C-L-E-A-N. Nee. Doch. Mit Doppel-M. Für Millimeter. Ja, mir egal. Auf jeden Fall wichtig ist, dass vorne clean steht, weil die Nähte nämlich für sich sprechen. Neue Regel hier. Es wird nicht mehr gepunktet. Es wird verschweißt. Wer sich daran nicht hält, kriegt eine Abmahnung. Oh, aufs Handy, ey. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall ein neues. Kackbaustelle ist das, richtige Kackbaustelle. Das sind aber Pforten, eieiei. Guck mal, schon mal jetzt hier, ganz wichtig. Querstreben, so. Damit das höchste Gewicht sich so runterdrückt und sich damit stabilisiert. Wie zum Beispiel bei mir zu Hause von Fachpersonal angebaut. Der Zaun wird insgesamt 2 Meter, denn bei 2 Meter bleiben wir unter der Grenze für einen Bauantrag. Wichtig zu wissen. Die Baugenehmigung eines Zauns ist abhängig von, ach, bla bla bla. Alle uns bekannten Gesetze findest du in der Beschreibung. Du musst ja überlegen, wie viel Gewicht da zusammenkommt, wenn wir die Schwartenbretter drauf geschraubt haben. Das sind ein paar Kilo, ne? Dann wiegt das Tor hier 60, 70, 80 Kilo. Die Strebe machen wir jetzt zur Stabilität rein, wie auf der Zeichnung zu sehen. Kick it! So, jetzt sitzt das hier drinne. Jetzt wird's verschweißt. Ich habe einen Job reingekriegt und die müssen jetzt mal ganz kurz ohne mich auskommen. Aber viel habe ich ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Also nur mal so zum Zeithorizont. Es sind 2 Stunden und 10 Minuten vergangen. Wir haben das gebaut. Wir haben 2 Vierecke geschweißt, die wir normalerweise in 6 Minuten gemacht hätten, während die anderen den kompletten Zaun abgebaut haben. Wie läuft's hinten? So, ich mache mich jetzt kurz vom Acker. Die machen das schon, ich meine, so schwer ist es nicht. Ich wette, ohne dich läuft das super. Glaubst du? Und nachher, wenn ich ankomme und wenn die falsch rum angeschweißt sind, dann kriegst du so den Arsch versohlt. Arbeitsleistung von Team 2. Zaun. Arbeitsleistung von Team 1. Ich habe das jetzt beides verschweißt und jetzt brauche ich gleich mal 2 Hände, um da irgendwie zu wissen, wo ich das daran schraube. 2 Hände mehr als meine. Also 4? Ja. Sagtest du. Also das hier sind die Onkels, diese kommt an den Träger und diese später an unser Tor. So, jetzt kommt es zum wichtigsten Part. Jetzt machen wir die Aufhängung fürs Tor. Da ist natürlich Präzision gefragt. Kein Problem für mich, aber ich hefte es vorher einmal und gucke, ob das richtig sitzt. Ja, das muss auf jeden Fall so. Richtig Schmacke, ne? Ja, Back. Dass der Spack drin sitzt, sagt man dafür. Nee. Doch. Ja, nie gehört. Nicht schlecht, ne? Es wäre so geil, wenn das jetzt auseinandergebrochen wäre. So, jetzt haben wir das Ding dran. Ich komme da nicht ganz in die Mitte rein, weil das hier zu eng ist. Aber ist nicht schlimm. Ein Heftpunkt hält ja bekanntlicherweise mindestens 1 Tonne. Ja, dann lass mal hier wegschieben und aufmachen. Dann kannst du von außen dran schweißen, ne? Die Jungfernöffnung. Ich habe was gefunden für alle, die ein bisschen allein gerade sind. Wisst ihr auch, dass sich das schon anfühlt? Ja. Guck mal, ich habe meinen Opa Fehmarn am Meer gesehen. Der hat sich seine Sonnencreme darauf gemacht. Und hat dann immer so den Rücken reingeschmiert. Das ist eigentlich ganz clever. So, wir machen die Teile jetzt vorher sauber. Vom Eisenhändler, da wird ja oft Öl drauf gemacht. Das ist so eine Art Korrosionsschutz. Und so ein bisschen Rost ist ja auch schon drauf. Danach machen wir einfach so einen guten Metalllack. Den machen wir 2-mal drauf. Und wenn das halbwegs sauber ist, dann hält das auch alle Ecken. So, ich lag jetzt hier. Erstmal die Außenseite, da wo gleich die Bretter davor kommen. Aber da steht ja trotzdem dann das Wasser, wenn die Bretter dran sind. Deswegen lieber noch mal einmal einlacken, dass es nicht so schnell rostet. Ja, machen wir den hier fest und auf den kommt wieder ein Breiter, der dann genau hier drauf schlägt. Ja. Tag 17 des Zaunbau-Videos. Team 2 hat den Zaun erfolgreich fertiggestellt. Jetzt kommen die Extras. Turm. Vitrine. Wegweiser. Also wir bauen jetzt hauptsächlich mal den Turm. Und dazu haben wir uns Verstärkung geholt. Mann, ihr solltet hier reinkommen.
Ja, ihr habt so lange gebraucht. Komm jetzt. Ey, wisst ihr, was geil wäre? Wollen wir das Ding nicht auf eine Palette bauen? Dann können wir es einfach mit dem Trecker oder mit irgendwas wegheben. Ich glaube nicht, dass wir es mit einer Palette so richtig stabil hinbekommen. Wir können auch hier dann einfach zwei so Querbalken machen, wo man einfach mit der Palettengabel drunter kann. Ja. Finde ich eine gute Idee. Oh Mann, ich verliere mein Bett die ganze Zeit. Warum heißt das eigentlich so? Was? Bit. Wie? Ja, warum heißt das so? Was heißt wie? Ja, warum heißt Bit? Was, also ist das Englisch? Ist das Vergangenheit von beißen vielleicht? Heißt das so? Weil der sich da reinbittet. Oder halt von ein wenig, also ein bisschen, weißt du? Weil der ein Bittchen da nur reingeht? Weil das nur ein ganz klein bisschen Metall ist zum Beispiel. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Abkürzung. Aha, Bit gibt es natürlich auch noch in der Informatik, ne? Kurze, auswechselbare Schraubendreherklinge. Hier steht nichts. Wo das Wort herkommt, finde ich nichts zu. Bin wieder dabei. Der Bit ist verkehrt, Alter! Ich bitte dich! Wir nehmen vier Beine und verbinden sie. Dann lass mal darüber zum Mono. Mono, wir kommen! Stört sich, wenn wir hier einen Turm bauen, endlich mal wieder ein bisschen Freestyle. Ja. So ein Jägerstuhl ist ja auch wie eine Toilette. Da kletterst du rauf und drückst einen ab. Aber wir wollen hier oben nichts irgendwie abdrücken. Dann machen wir mal so, dass wir da zwei reinkriegen. Denn zwei Schrauben verhindern, wie wir alle wissen, Mono, Torsion. Meter! Okay. Super. Außenmaß machen wir einen Meter, ja? Ey, Hundeleben ist so geil, ne? Ja, ja. Also ich meine, unseres ist gerade auch nicht so schlecht. Einfach hier ein bisschen rumspaxen so auf dem Mittag. Aber die chillen einfach nur. Der braucht keine Maske. Der steht auf, kriegt ein bisschen Joghurt mit irgendwie Crunchies drin und dann legt er sich dahin. Der hat Joghurt bekommen? Ja, so Quark, ne? Jetzt besser wie ich, Alter. Hier, zeig mir, was du bei Art Attack gelernt hast. Die haben da nie gesägt. Doch, Staffel 4, Folge 17. Das prüfe ich nach. Ja, muss jetzt ja nicht so genau. Mach die Kamera weg. Du willst doch das mit Holz verkleiden, oder nicht? Nee, nur oben wurde. Ja, aber die Seiten nicht, ne? Nee, ne? Nee. Oder? Oder? Nee. Können wir überlegen. Wir lassen uns die Option inspirieren. Mal so, geil. Ja, da würde ich mit meiner Flinte rauf. Hast du gemessen? Ja. Mann, Brian. Was ist denn? Ein Meter. So muss das. Ja, ach so, dann habe ich doch den anderen. Kommt man schon mal durcheinander, ne? Der ist viel zu hoch. Oh, da habe ich mich vermessen. Ja, das wäre echt doof von dir, weil da hätten wir genau zwei rausbekommen. Riechst du das? Ich habe eine Maske auf. Das riecht ein bisschen wie meine alte Modelleisenbahn, wenn ich die nach zwei Jahren immer mal angemacht habe. Staub ist das dann, glaube ich. Verbrannter Staub. Saßt du immer im Keller? Nee, das war bei mir im Zimmer. Ich habe tatsächlich, mein Zimmer wurde umgebaut mit so einem Bett, was man auf die Modelleisenbahn klappen konnte. Und dann konnte ich es wegklappen. Und dann hat die sich da präsentiert. Aber habe ich nie fertig gebaut. Und irgendwann habe ich es dann wieder rausgebaut, als ich dann alt genug war. Also letzte Woche, als du bei den Eltern warst. Eins, zwei, drei. Warum machst du nichts? Ja, weil du doch oben stehst. Und was machst du in der Zeit, wenn ich hochhebe? Ich führe das hier. Was führst du? Ja, jetzt führ mal. Und dann würde ich doch noch mal einen Diagonal nehmen. Ja. Und dann vielleicht noch 14 bis 15 Spanngurte. Ja, und dann absperren und sagen, dass wir nur daneben stehen. Genau, darf. Nicht für Veranstaltungen. So wie eigentlich alles, was wir bauen. Wir brauchen jetzt eine Leiter. Hier ist irgendwas. Die hält bestimmt. Ja, nehmen wir die mit raus einfach, ja, oder? Wir haben hier einfach jetzt was gefunden. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe das gefunden. Man hat es auf Ton. Falk, bitte heraussuchen, wo ich rufe. Ich habe was. Hier ist irgendwas. Guck mal, perfekt. So, Joel, jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Also, ich würde es gerne verkleiden, Brian. Als was willst du denn gehen? Das würde ich gerne verkleiden. Als was würdest du denn gehen, wenn heute Fasching wäre? Ich hasse Fasching. Ja, als was würdest du... Ich bin mal als Taucher gegangen. Da ist doch klar, dass man es hasst. Alter, wie schwitzt du denn unter Neopren? Mit so einer Flasche oder was? Nee, ich hatte keinen Neopren. Ich hatte einfach nur eine Taucherbrille und so einen Schnorchel. Kennst du die Story mit Finn und seinem Neoprenanzug? Wo der reingeschissen hat? Nein, das war der zweite Gig. Nee, beim ersten... Gig hat, die dachten, dass das war eine Beachparty und die dachten, es wäre witzig, wenn die sich Neoprenanzüge anziehen. Und dann vor dem Auftritt wurde mir langsam etwas schwummerig. Was hat 500 Grad unter diesem Neoprenanzug waren. So ein Dulli, ey. Fängst du mich oder was? Wir gehen nochmal ein Stück weiter. Dreh dich um und lass dich fallen. Hab Vertrauen. Wir gehen nochmal ein Stück weiter, dass ich nicht auf die Säge springen. Lass dich einfach fallen. Ach, leck mich, Brian. Heb mal richtig hoch. Ich kann nicht. Ja, dann andersrum. Und rein. Ja, ist geil. So, nach der Mittagspause und unserem schönen Döner haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht doch noch eine Reling installieren, damit da nicht irgendwer runterfällt. Gerade wenn man guckt, ob neues Eisen oder Post kommt. Ja, weil wir immer recyceln, nehmen wir in dem Fall jetzt ein IBC. Wie man sieht, wäre der sowieso auf dem Müll gelandet. Und Joel lädt ihn jetzt einmal ab. Hier schneiden wir uns jetzt quasi aus diesem Gitter eine Umrandung raus. Ganz easy. Wo kommt der eigentlich her? Da habe ich ungefähr zwei Jahre reingeschissen.
Aber ist alles deine getrocknete Kacke. Auch deine. Ich war kein Mal bei dir auf Toilette, groß. Also, wir haben unseren IBC fest, der Turm steht. Wir haben jetzt alles noch mit Holz verkleidet. Und jetzt können wir hier als Wächter stehen. Unten ist noch eine Hundehütte dran, weil jeder richtige Wächter hat ja auch einen Hund. Bis Dienstag habe ich Klodienst und dann verbringe ich eine Woche hier oben mit Jin. Also Jin unten. Balu macht jetzt noch den Wegweiser, die Vitrine, und ich und Jin gehen jetzt schon mal vorzeitig in die Spätschicht. Bis dann. Oh ja. Yeah. Ja, jetzt weiß natürlich niemand, wo die Tür aufgeht. Ist hier etwa die Pforte? Oder geht die Tür hier auf? Nein. Geht die Tür hier auf? Ach, Scheiße. Scheiße. Hier geht sie auf. Das ist aber cool, Alter. Das sieht man nicht. Gar nicht sieht man das. Diese Überlappung hier haben sie wirklich richtig gut hinbekommen. So, gehen wir doch mal ab. Ich bin jetzt ja auch hier so richtig unter die Lupe genommen, habe ich es noch nicht. Das ist richtig schön geworden. Wenn ihr jetzt hier zu Gast seid, dann könnt ihr euch jetzt hier genau angucken, wo es lang geht. Also hier gibt es ja richtig viele Wanderpfade etc. So, da könnt ihr hier gucken, hier gibt es Fahrradtouren und so weiter. Hier kannst du hier von unternehmen, wie du magst, ne? Milch trinken, Kanu fahren und auch nach Lauenbrück ist es nicht weit. Feuerwehrmuseum. Also folgt einfach dem Pfeil und geht dann zum Beispiel 10,8 Kilometer in eine Richtung, dann solltet ihr beim Feuerwehrmuseum ankommen. So, und wenn das jetzt hier als allgemeine Information euch nicht reicht, dann haben wir hier so eine Art schwarzes Brett. Da sehen wir zum Beispiel die Fußballspiele. Da haben wir zum Beispiel hier Öffnungszeiten, Fahrplan für unsere Bimmelbahn. Die müssen wir nochmal drauf malen. Wir haben nämlich gerade in Österreich eine Bimmelbahn gekauft. So, also hier haben wir ein schwarzes Brett, aber ein vernünftiges. So, und dann hier, jetzt komme ich da natürlich nicht rein, ne? Aus jeder Ritze kommt ein Hund. Das ist natürlich auch richtig geil, weil auch das sieht man nicht. Das finde ich immer gut, wie beim trojanischen Pferd. Kommt rein. Guck mal, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen hinter die Kulisse gucken. Das ist nämlich voll geil. Hier kann man jetzt zuschieben, guck mal. Das wird hier perfekt eingeklemmt zwischen dem und dem. So, das ist also nur von innen zu öffnen, weil das ist nämlich unser Mitarbeitereingang bei Festivitäten. Hier, die Stabilität von dem ist deutlich besser, weil wahrscheinlich Brian hier einen Spanngurt drum gewickelt hat. Spanngurte sind ein Thema hier. Hier ist unsere Müllecke endlich weg, was voll geil ist. Eine neue Müllecke da. Müllecke, das ist ein pure Schatz, Alter. Das ist ein super CX. Jetzt kommt eine der besten Erfindungen hier dran. Hier ein Turm, damit wir zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt, ist ja immer die Hölle los, ne? Dieses Jahr hoffen wir auch, dass das stattfindet. Und da kann man hier hoch und dann können wir hier nämlich unsere ganzen Gäste begrüßen. Wirkt schon ein bisschen majestätisch, ne? Ach, das Tor ist wirklich richtig gut, das muss man sagen. Also, Rechtsradikalität bleibt bitte draußen. Hier oben über diesen Turm können wir miteinander sprechen und versuchen zu bekehren. Und alle Menschen, die kein Problem mit anderen Menschen haben, sich gegenseitig akzeptieren und helfen wollen, die sind hier willkommen. Und für die werde ich Folgendes tun. Die werde ich hier die spacke Tür, die werde ich dann öffnen und dann kann man hier mal eintreten. Das Klimasland gehört uns allen. Bisschen aufpassen, wenn ihr hier reinfahrt wegen Nägeln und so. Aber ansonsten willkommen. Nicht darauf stellen. Ich stehe da nicht drauf. Ich bin so groß. Sieht das verrückt aus? Ja. Hä? Hier vorne haben wir eine Undichtigkeit.